Ja, hallo und dann herzlich willkommen hier auf dem Kanal zu Gas Station. Ja, ich habe ein kleines bisschen weitergemacht. Charlotte ist auch schon am Weg wieder zur Kasse. Ja, ich habe ein paar Waren noch nachbestellt, habe eine Autoreparatur gemacht und die Leute an der Kasse abgefertigt. Und Sprit hatte ich auch noch bestellt. So. So. Komm raus mit dir. Es wartet schon wieder einer in der Werkstatt. Komm, zacki, zacki. Mein Freund. Und pass auf die Kurve auf, der fällt immer um da. Ach, der gehört auch nicht. So. Sprit haben wir auch drin. Dann sollten wir jetzt fast voll sein mit Sprit. So, den räumen wir auch noch eben ab. Ja, ich hab's gedacht, Reifen muss ich bestellen, das fängt auch schon wieder an. Hier geht's immer was zu tun. Super, ja super. Find das auch super. So. Zwei Reifen nur noch. Ah, wundervoll. Aber ich muss jetzt tatsächlich erstmal was verkaufen, ne? So viel. Kann ich auch nicht bestellen jetzt. Wo ist denn der Müllsack? Hast du Bestand jetzt erstmal voll gemacht? Jetzt mal erstmal gucken, ob wir wieder hier ein bisschen nachlegen können. So, der ist auch voll. Hier können wir jetzt auch ein bisschen nachlegen. So, wie ist hier mit? Über alles da rein, ne? Auto zu haben wir auch ein bisschen matt. Kriegen wir das echt alles ins Regal? Komm. Perfekt. Alkohol ist kein. Na, da haben wir voll, da haben wir voll, da haben wir auch voll. Müll leer machen. Tanken gehen. So. Tja, da muss ich auf jeden Fall, ich muss Reifen bestellen. Also Reifen ist wirklich wichtig. Da führt kein Weg dran vorbei, ich muss Reifen bestellen. 75. Komm, 5. Versuchen wir mal 6. Vielleicht passt das ja. Passt. Okay, wunderbar. Haben wir noch ganze $24. Also man wird kein Millionär mit einer Tankstelle. Ne? Das seht ihr selbst. Besonders nicht, wenn man Charlotte hat. Charlotte ist die alte Version von Chantal. Oder Jacqueline. Haben wir denn Kratzer an der Tür und Reifen kaputt? Okay, das kriegen wir glaube ich noch hin. Oh, nur ein Kratzer entferner. Das ist mies jetzt. Das ist mies, da muss ich den stehen lassen. Hoffentlich bleibt er so lange. Der Herr müsste mal eben warten, bis ich aus dem Lager wiedergekommen bin. Ja. Ich müsste mal eben kurz ins Lager schauen, ob vielleicht kann ich ja nochmal eben schnell mitbestellen, hier nachbestellen. Komm, guck mal eben. Geht das? Nee, stellungsunmöglich ist unterwegs. Ich hab's geahnt, ehrlich. Mist, verdammter. Jetzt hör auf zu hupen. Hättest du mal lieber Katzenferner mitgebracht hier. Du Honk.
So, beeil dich, ja. Ich muss jetzt gleich direkt nachbestellen hier. Bestellung ist was? Lieferung ist unterwegs. Ne, der ist nicht unterwegs. Jetzt macht der fährt schon wieder raus. Du kannst ruhig annehmen. Komm, kannst du schon mal die Kisten packen, während der... Oh, Mensch, ehrlich. Da läuft doch nichts erspart. Da muss ich eben tanken gehen. Ich muss mehr Material in die Werkstatt kriegen. Wie kein Eis mehr, natürlich. Das ist alles voll Eis. Willst du mich denn verarschen? Kann kein Eis nachbestellen. Kauf das, was da ist, Mensch. Das ist aber alles dreckig machen hier, ehrlich. Ja, ist leider nicht da. Kann ich da auch nichts für. Dafür sind genug andere Eissorten da. Lieferung. Autoteile, Kratzentferner. Nur direkt 9 Stück kommen, das hat eh keinen Sinn. Ich brauche die Dinger sowieso. Nicht genug Geld. Nicht genug Geld? Ich habe nicht mal $500? Echt jetzt? $300? Ey! So, okay, dann kommt das auch als nächstes. Dann können wir nochmal eben tanken gehen. Dann gibt es eben noch Fegen, komm. Hinten im Bad sieht es ganz gut aus. Komm, ich putze mal hier um dich rum. So, wir müssen auf den LKW warten. Ich will mir mal besser nicht in die... Ich trau mich gar nicht in die Werkstatt. Charlotte, du kannst dich schon wieder müde sein. Ehrlich nicht. Gibt's doch gar nicht. Los, komm. Komm schneller, der wartet nicht ewig. Ja, ich weiß, der wird schon ungeduldig. Ich komme ja sofort, der wird aber hier. Ich habe gerade Stress im Lager hier. Komm jetzt bald an. So viel Kisten für so wenig Kratzerferner hier. So komm, verschwinde. Komm, ich will den Kunden jetzt nicht vergraulen. Hau ab hier. Los. Mach jetzt! Fahr! Na komm, geht doch auch ein bisschen schneller, oder? Jetzt bleib ich an der Treppe hängen. Ich bin schon da. Ich komme geflogen, guter Mann, ich komme geflogen. Entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. Gute Frau, entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. So. Die hintere Tür wartet noch, ne? Ja, ich erinnere mich. Ich weiß, es ist ein bisschen lange her, aber ich erinnere mich, sehen Sie? Gerade Lieferschwierigkeiten im Lager gehabt hier. Ein Spiegel ist natürlich auch noch kaputt. Ich hoffe, den habe ich jetzt wenigstens. Oh, da fehlen mir auch schon wieder welche, ehrlich. Wahnsinnig. So, den kriegen Sie auch. So, jetzt sind Sie aber glücklich, oder? Ja, wunderbar. Ich wusste es doch. Ich weiß doch, wie man Frauen glücklich macht. So. Zack, fahr mal da weg. Da liegt noch irgendwo mein... Da liegt mein Kratzentferner, da, zack, weg damit. So, das nützt aber jetzt alles nichts, weil ich brauche dringend, das bringt mich nicht, aber ich muss die Teile bestellen hier. Ich brauche Autospiegel, 5 und ich brauche noch Kratzentferner. Wenigstens 2, damit wir wieder runterkommen. Super. So, tanken. Wir kommen gar nicht dazu, was Neues zu bauen. Ich bin hier so beschäftigt mit
Mit, ach, der ist ja, wissen Sie, warum der so klein und rot ist, guter Mann? Der schämt sich schon, Auto zu heißen. Wie viel Sprit haben wir denn überhaupt noch? 200 Liter fast, okay, das ist gut. Charlottchen, hältst du noch ein bisschen durch? Ein bisschen kannst du noch, ne? Komm, ein bisschen geht noch, Charlottchen. Voll Müll. Ja, ja, ich weiß, aber ich kann doch nicht alles auf einmal, Mensch. Da ist er weg. Ich weiß gar nicht, was du willst. So, ist schon weg, der Müll. Da ist alles in Ordnung. Hier ist keiner. Du bist kaputt, ne? Du wackelst so. Ne? Tante, du mit dem roten Auto? Reifen kaputt? Ja? Wunderbar, Randstelle auf Level 4, jetzt können wir auch weitermachen hier, komm dann, komm, zack, 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 vorne sehe ich schon, ist der Reifen nicht in Ordnung, ja, hinten auch. Oh, alle vier Reifen sogar, habe ich jetzt Reifen bestellt gehabt, ja. So, sagen wir mal eben schnell, ne, wie die Dame wünscht. So, der nächste Reifen, aber pro Reifen kosten 5er, ne? Gute Frau. Die Entsorgung der Altreifen, ne? Ist teurer. So. Den auch noch schnell gemacht. Da lacht die Kasse, da lacht die Kasse. So, da haben wir nur noch einen kaputt, ne? Ja, vorne wollte ich da sagen. So, nehmen wir den auch noch aus dem Regal hier, zack. Los, runter damit. So. Und wieder eine glückliche Kundin. Ja, ich entsorge die fachgerecht. Gute Frau, wirklich versprochen, hoch und heilig. Die werden ganz fachgerecht entsorgt. So, Charlotte fällt gleich auch um. So. Daddle-doo. So, jetzt kümmere ich mich mal eben hier um den Nachschub, Spiegel und Kratzentferner. Ja, ich komme doch schon. Mensch, du müsstest dich da mittlerweile daran gewöhnt haben zu warten. So, komm rein. Was ist mit Charlotte los? Wo geht Charlotte hin? Charlotte, du warst noch nicht vollkommen müde. Kannst du nicht einfach abhauen, Charlotte? Jetzt kann ich wieder an die Kasse gehen, ich werde verrückt. Müssen wir die Tankstelle mal jetzt schleunigst erweitern, damit wir noch einen Angestellten kriegen. So, zurück zur Kasse. In der Werkstatt ist Gott sei Dank keiner. So, ich komme schon, die Damen, ich komme schon. Bin da schon bei Ihnen. Na, der kleine Schlingel wollte ausreißen, haben Sie das gesehen? Na, wer so viel kauft, kriegt da zwischendurch das Band gesäubert, ne? So, und ein Eis für die gute Frau. Wundervoll. So, mal Putzi-Putzi machen hier am Band. So, Zigaretten für die Dame. Zigaretten für die andere Dame, für den anderen Herrn. Oh, ihr Mann raucht aber viel. Gute Frau, ihr Mann raucht aber viel. So, ich komm schon, Sprit gibt's auch. Wow, super. Jawohl, und du kriegst auch noch Sprit.
135 Liter, das ist perfekt. In der Werkstatt wartet auch schon einer. Aber da machen wir das jetzt mal eben ganz geschickt. So. Was kann ich denn für Sie tun? Oh, zwei kaputte Reifen. Oh, das sind Spezialschrauben. Da müssen Sie einen kleinen Moment warten. Die Dame, einen ganz kleinen Moment warten. So. Wir können die Tankstelle erweitern. Kostet uns ein Tausender. Machen wir. Wenn wir Geld haben. Okay, die Damen, Sie haben Glück gehabt. Ich habe gerade gesehen, die Schrauben sind sogar hier in der Werkstatt. Ich muss nicht extra los dafür. So. Das ist jetzt die Frage, erweitern wir die Tankstelle oder verdienen wir erstmal noch ein paar Taler? Ich glaube, ein paar Taler zu verdienen ist jetzt auch nicht so verkehrt, ne? Und dann mit einem Rutsch, weil kostet 1000 die Tankstelle und dann kostet nochmal 300 so ein Wohnwagen oder 400. Das sind schon 1500, so müssen wir da auch wieder drauf warten, ne? Und ich muss auch natürlich noch Nachschub bestellen hier. Kann natürlich jetzt nicht das ganze Geld ausgeben, um die Erweiterung zu machen. Obwohl ich jetzt gerne machen würde. Was ist denn hier los? Was hast denn du gemacht, Mutter? Ist dein Auto umgeschmissen? Na komm, rein mit dir. Alle. Drei Punkte. So, dann kann ich Spiegel auffüllen, ne? So, die fünfmal wieder hier rein. Kratzer haben wir, dann hätten wir Kratzer auch erstmal zwei, okay, perfekt. Ja, dann haben wir da auch erstmal genug. Gehen wir mal eben an die Zapfsäule, die warten schon sehnsüchtig auf mich. So. Ja, wundervoll. Ich liebe es, wenn die Kunden glücklich sind. Jawohl. Ach du meine Güte, Charlotte, 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 du musst zur Arbeit. Charlotte, du musst zur Arbeit. Du kriegst auch Geld, ich bin nicht so. So, Charlotte. Und bitte zur Kasse. Charlotte, zur Kasse bitte. Charlotte, bitte. So, die Charlotte kommt gleich. Ja, alles, alles gut. Charlotte kommt gleich. Ich kümmere mich hier um den fiesen Müll. Ja, ist schon erledigt. Gute Frau, können wir da reinkommen? Ist schon erledigt. Also ich werde definitiv nie einen nur zum Putzen einstellen, ne? So, Charlotte. Das Piepen, das ist wie Musik in den Ohren. So, die Regale muss ich auch nachfüllen. Ich komme hier zu gar nichts. Merkt ihr das? Echt jetzt? Will mich verarschen? Charlotte verkauft aber ganz gut, ne? Da kommt der Partybus. Genau richtig, Charlotte. Charlotte, du kannst dich freuen. Der Partybus ist da. Genau richtig. So, schön die Regale voll machen. Eis machen wir auch voll, komm. So, was ist hier? Da sind keine Produkte mehr. Zigaretten haben wir noch welche? Nein, auch nicht. Alkohol? Gut. So, Charlotte, jetzt gib Gummi. Zeig, was du kannst. Sei die Verkäuferin des Jahres. Yeah, kommt rein, Jungs. Ja, kommt rein, mach die Kasse voll. So, ich gehe in die Werkstatt. Charlotte, viel Spaß. So, was haben wir denn hier? Kaputte Reifen. So, Charlotte, gib bloß Gummi da hinten. Verkauf da ordentlich. Bevor die Nacht vorbei ist, will die 3 Mille in der Kasse haben. So, was haben wir denn noch? Einen kaputten Spiegel haben wir noch. Haben wir frisch reingekriegt. Nagelneu, die Dinger. So, schauen Sie an. Nice. Ja, ne?
So bin ich zu meinen Kunden. So, mal direkt zur Zapfsäule rennen. Yeah, ja, ich liebe euch, Jungs. Ich liebe euch. Sprit muss ich auch nachbestellen. Wollen wir direkt mal 1500, wir kommen zu nichts. Aber der Laden brummt, der ist noch voll. Der Laden brummt. Kraftstoff. Was haben wir? 80 Liter. 200 rein, komm, Attacke. Ich schnapp mir den Besen. Komm, Charlotte, mach schneller. Dann kaufen die vielleicht noch ein bisschen mehr. Oh, guck mal hier. So, wie sieht denn aus? Kann ich hier noch was? Da ist nichts mehr. Da kriege ich noch ein bisschen was rein. Guck mal hier. Töp, töp, töp. Töp. Guck mal, ja, siehst du, da fülle ich auf und da gehen sie auch direkt nochmal ran. So muss das sein. Wie ist denn hier mit Eis? So, Eis haben wir auch nachgelegt. Okay, der ist wieder weggebackt. So, schnell den Müll wegbringen. So, wo ist denn der Bank? Da kommt er. Komm, komm ran, Junge, komm ran, komm ran, komm ran. Ich habe schon wieder welche an der Zapfsäule stehen. Los. Ja, nicht hupen. Nur weil er ein kurzes Kleid anhat. Komm, beherrsch dich. Jetzt hört doch mal das Hupen auf, meine Güte, ist es denn wahr? So, komm, den Schlauch da dran, los, zackig. So. Hallo. So, Sprit kommt sofort. So, wunderbar. Und einmal hier, wie viel darf es denn sein? Ja, wunderbar, da klingelt die Kasse. Dankeschön. So, in der Werkstatt ist auch schon wieder jemand. Wie sieht es hier aus? Ich mache mal eben kurz sauber hier. Charlotte, hast du gut rumgekriegt, hä? Charlotte, du bist doch die Beste, wirklich. Charlotte, du bist die Allerbeste. Wenn ich dich nicht hätte, hätte ich eine andere. So. Ab in die Werkstatt. Aber 3 Mille schaffen wir nicht. Ist der schon aufgebockt? Echt jetzt? Nee. Ich habe immer Angst, dass beim letzten Mal der Kunde den Wagen schon hochbockt. Also ich hatte mit mehr Umsatz gerechnet, für einen Partybus. Also, da bin ich ganz ehrlich, bin enttäuscht. An Charlotte gelegen hat? Oder hatte die lange Finger in der Kasse? So, nur jeden zweiten Artikel abgerechnet, hä? So, was haben wir hier? Da hinten ist noch ein Spiegel und eine Türe, ne? Dann machen wir erst den Spiegel. So, und dann machen wir den Kratzer noch raus. You're amazing. Ja, ich weiß, vielen Dank. Aber sie können bei Charlotte, Charlotte ist auch gut, da können sie was einkaufen gehen. Guter Mann. So. So, Charlottchen. Wie sieht es hier drin aus? Zwei Mille haben wir, ne? So, eben einmal den Bestand hier durchgehen. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Die kann ich noch da reinpacken. Da haben wir nichts mehr von, aber das ist auch noch relativ voll, ne? Wie ist das hier? Die ist dann auch voll. Da ist auch noch okay. Zigaretten sind auch noch okay.
Und Alkohol ist eigentlich auch noch okay. Wunderbar, ja, dann könnten wir die Tankstellenerweiterung machen noch, oder? Jetzt fall doch nicht über den... Jetzt mal heb doch mal die Füße. Mensch, Zuckerpüppi. Ist doch nicht so schwer, oder? So, komm, dann fegen wir den Rummel hier mal weg. Zack. So, ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir machen die Tankstellenerweiterung in der nächsten Folge natürlich. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir gesund und auch gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.